aber man muss die machen lassen. Man muss die wählen lassen, wie sie wollen, und man muss das Ergebnis auch akzeptieren, solange der konstitutionelle Rahmen natürlich weiterhin besteht und natürlich weiterhin freie Wahlen. Allerwichtigste, dass wir begreifen, dass unser Stabilitätsbegriff der letzten Jahre, bei uns meine ich den Westen, grottenfalsch war. Stabilität war immer Friedhofsruhe. Sieht man heute, ich habe es vorhin gesagt, beim Partnerstaat Saudi-Arabien. Klammer auf, das sind die in Baluchistan, in Pakistan, im Süden Afghanistans etc. pp., die härtesten Islamisten im Übrigen bezahlen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. So, das sind keine Partner. Die können keine Partner sein. Wenn es Flüchtlingsströme gibt, die wir mit einem eisernen Wall verhindern wollen, was per se abzulehnen ist, dann ist das Letzte auf dem Planeten, dass ich jetzt die Armee von Gaddafi ausbilde. Das ist aber geschehen. Der Wendepunkt in Tunesien war, als es eine Symbiose gab, eine einmalige in der Geschichte, ich sag mal zwischen Stadt und Land. Also die Landbevölkerung hat unglaublich stark dazu beigetragen. In dem Augenblick war es nicht mal eine Internet-Gucci-Revolution, sondern es war eine Massenbewegung. In den Ländern, in denen das funktioniert hat, hat es geklappt. Oder gibt es Bewegungen in den Ländern, in denen es eine Riesentrennung gibt zwischen Elite, die twittert, und Landbevölkerung, die leidet, hat es bisher nicht irgendwie wirklich wesentlich sich nicht verändert. Wenn die Wahl in Ägypten stattfindet und die Muslimbrüder kriegen, die super Pessimisten sagen 30%, ich glaube das nicht mal, aber man nehme an, die nehmen 30%, kriegen 30%. Und die kommen in die nächste Regierung. Und wir stellen den nächsten Verteidigungsminister, der im Wahlprogramm stehen hat, als erstes, weil ich meine Panzerarmee Richtung Israel führe. Man muss alles dagegen tun, dass es dazu kommt, dass die Panzerarmee Richtung Osten laufen und mit Israel reden und natürlich den Sicherheitsgarantien aller Art geben. Aber das Falscheste im Universum wäre zu sagen, Leute, ihr habt gekämpft und gekämpft und habt jetzt eine Revolution oder, Entschuldigung, was auch immer, habt jetzt einen Umbruch und endlich eine freie Wahl und die akzeptieren euren Wählerwillen nicht. Das wäre tödlich. Wäre total fatal.